Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht's hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne erzählen möchte. Singles, aufgepasst! Egal, ob ihr die große Liebe sucht oder einfach nur ein bisschen Spaß haben wollt, an Tinder kommt ihr auf gar keinen Fall vorbei. Mit diesem doch sehr einladenden Spruch wirbt die weltweit größte Dating-App Tinder für sich selbst. Und zugegeben nicht ganz unbegründet, denn das Konzept Dating hat sich in den letzten Jahren doch sehr verändert. Vor allen Dingen, weil viele Singles sich auch einfach im Internet auf die Suche machen. Seit der Entstehung von Tinder im Jahr 2012 verzeichnete die Dating-App 55 Milliarden Matches und es werden jeden Tag mehr. Das klingt doch eigentlich erstmal ganz nett, sich spontan und ungezwungen mit irgendjemandem zu treffen. Und auch wenn dann am Ende nichts dabei rauskommt oder vielleicht nur eine kurze Affäre, die völlig unbedeutend ist, so kann es natürlich auch sein, dass sich Freundschaften entwickeln. Man lernt einfach neue Leute so auch kennen, macht neue Erfahrungen und es kann am Ende eben auch die große Liebe dabei rauskommen. Das ist mit Sicherheit auch schon wahnsinnig oft vorgekommen. Doch Online-Dating bedeutet auch immer ein Risiko, vor allen Dingen auch für junge Menschen. Fake-Profile, Informationen, die einfach weitergegeben werden an wen auch immer. Und man muss am Ende des Tages einfach nun mal sagen, dass man die Person, mit der man sich da trifft, schlichtweg überhaupt nicht kennt. In meinem heutigen Video sprechen wir über eine junge Frau namens Verena Wright, die eigentlich nur einen tollen Abend und eine Nacht voller Spaß haben wollte, die dann aber mit ihrem Tod geendet hat. Verena wurde nur 26 Jahre alt. Was passierte in der Nacht von 7. auf den 8. August 2014? Und was genau hat der junge Mann, den sie nur wenige Tage vorher auf Tinder kennengelernt hat, mit ihrem Tod zu tun? Verena Wright kommt am 20. Mai 1988 in einer kleinen Stadt namens Bulnacan in der Nähe von Manila auf den Philippinen als erstes Kind ihrer Eltern Warren und Marzabeth Wright zur Welt. Als Verena ein Jahr alt ist, beschließt ihre Mutter, nach Neuseeland auszuwandern, wo Verena gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Marisa in den nächsten Jahren eine glückliche Zeit in Wellington, der Hauptstadt Neuseelands, verbringt und dort unbeschwert in einem stabilen Umfeld aufwachsen kann. Und trotz der Trennung ihrer Eltern, die für sie und ihre Schwester nicht leicht zu verkraften gewesen ist, entwickelt sich Verena zu einer außergewöhnlich talentierten jungen Frau. Sehr intelligent, mit großem Interesse an Wissenschaft und Technik. Sie hatte ein Faible für Kunst und Fotografie und kümmerte sich leidenschaftlich um Tiere in Not. Vor allen Dingen Katzen hatten es ihr angetan und es kam wohl immer mal wieder vor, dass Verena mit dem ein oder anderen Streuner nach Hause kam, den sie dann aufgepäppelt hat. Aber ohnehin gibt es unheimlich viele Bilder von ihr, die sie mit Tieren zeigen. 2013, also nur ein Jahr vor ihrem Tod, schrieb sie einen Brief an das Parlament und forderte, Tierversuche endlich zu verbieten. Sie sammelte für den dazu bereits geplanten Gesetzesentwurf mit einer Petition zusätzlich Unterschriften, dass man das Ganze doch jetzt etwas schneller auf den Weg bringen möchte. Verena war für ihre Fürsorglichkeit bekannt und hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Familie. Vor allen Dingen aber die Bindung zwischen ihr und ihrer 2 Jahre jüngeren Schwester Marisa war sehr eng. Marisa hat später gesagt, dass ihre ältere Schwester nicht nur ihre Schwester gewesen ist, eine enge Vertraute, auf die sie sich immer verlassen konnte, sondern sie sei auch ihr bester Freund gewesen. Im Jahr 2014 ist Verena Wright 26 Jahre alt und arbeitet in der Kreditabteilung einer Bank in Wellington. Sie reist gerne und verbringt ihre Wochenenden am liebsten mit ihrer Mutter, ihrer Schwester, aber auch mit ihren vielen Freunden, die sie hat. Ab und zu aber ist sie auch gern einfach mal zu Hause am Wochenende, legt die Füße hoch und schaut Netflix. Seit sie sich vor 1,5 Jahren von ihrem langjährigen Freund getrennt hat, ist Verena Single. Sie hat hier und da immer wieder Dates, mit denen sie vor allen Dingen über die 2012 gegründete und weltweit beliebteste Dating-App Tinder in Kontakt kommt. Verena ist sehr attraktiv und trifft sich immer wieder mit Männern, die dort auf sie aufmerksam werden und die auch sie interessant findet. Doch eine ernsthafte Beziehung hat sich bis dahin noch aus keinem Tinder-Date entwickelt.
Im Juli 2014 ist Verena auf die Hochzeit einer ehemaligen Arbeitskollegin und guten Freundin von ihr in Australien eingeladen. Dafür fliegt sie nach Gold Coast, einer Stadt an der Südostküste von Queensland. Verena hat jede Menge Spaß, als sie am 28. Juli in Gold Coast ankommt. Und nicht nur auf der Hochzeit, die eine Woche später stattfinden wird, hat sie jede Menge Spaß, sondern vor allen Dingen auch die Reise an sich und die Stadt begeistert sie. Und das ist auch kein Wunder. Kilometerlange Sandstrände, große Wasser- und Themenparks. Ein Paradies nicht nur für Surfer, sondern für Touristen aus aller Welt. Gold Coast ist aber vor allem bei jungen Menschen sehr beliebt. Jede Menge schicke Hotels, Beachbars und Nachtclubs prägen den langen Küstenstreifen. Und auch die vielen Apartments, die massenhaft in Strandnähe in den letzten Jahren entstanden sind, werden meist von Studenten oder von jungen Leuten bewohnt, die dort arbeiten. Verena genießt ihre Zeit in Gold Coast. Und auch nach der Hochzeit ihrer ehemaligen Arbeitskollegin, die am 4. August 2014 stattfindet, entscheidet sie sich dafür, weil es ihr so gut gefällt, ihren Urlaub noch ein paar Tage zu verlängern, noch ein bisschen was dran zu hängen. Und damit ist sie nicht alleine. Denn eine andere Bekannte von ihr, eine Frau namens Savannah Lisa, die Verena auch schon einige Jahre kennt und die ebenfalls auf der Hochzeit eingeladen war, denkt darüber nach, noch ein paar Tage länger in Gold Coast zu bleiben. Deswegen tun sich die beiden Frauen zusammen. Und in den nächsten Tagen sind sie mit Shopping, Wasserski und mit Entspannung am Strand beschäftigt. Und die Abende und die Nächte verbringen die beiden jungen Frauen dann in den Clubs und Strandbars der Stadt. Sie haben einfach eine gute Zeit. In den 3 Tagen nach der Hochzeit, also sowohl am 5. als auch am 6. und am 7. August 2014, ist Verena sehr oft auf Tinder unterwegs. Ihre Freundin Savannah, die sie ja in diesen Tagen begleitet hat, hat auch später gesagt, dass ihr genau das aufgefallen wäre. Der Grund dafür, warum Verena in diesen Tagen so intensiv auf Tinder unterwegs ist, hat seinen Ursprung eine Woche zuvor. Am 1. August, noch vor der Hochzeit ihrer Freundin, war sie ebenfalls auf Tinder. Und dort hat sie einen jungen Mann namens Gable Tosti kennengelernt, beziehungsweise ist eben auf Tinder mit ihm in Kontakt gekommen. Und zuerst einmal haben die beiden, wie das dann eben so ist, oberflächlich miteinander geschrieben und sich so ein bisschen ausgetauscht. Doch in den Tagen nach dem 1. August, also Tag für Tag, über die Hochzeit auch hinweg, hat sich dieser Kontakt zwischen den beiden intensiviert. Und aus einem ersten oberflächlichen Geflirte wurde dann über die Tage hinweg eine sehr intime Texterei. Und auch jetzt, 7 Tage später, sind die beiden immer noch in Kontakt. Und nachdem Verena Gable erzählt hat, dass sie noch etwas länger in der Stadt bleibt, da beschließen die beiden, sich jetzt auch persönlich zu treffen, bevor Verena dann endgültig wieder nach Hause fliegt. Verena ist sehr angetan vom 28 Jahre alten Gable Tosti. Soweit man von jemand angetan sein kann, wenn man den Umstand bedenkt, dass sich die beiden ja nur über das Handy kennen. Jedoch, sie mag ihn direkt und er ist ihr sehr sympathisch. Gable sieht gut aus, braun gebrannt, muskulös, er ist sehr charismatisch und er schmeichelt ihr, macht ihr Komplimente über das Handy und erinnert sie an ihren Lieblingsschauspieler Jason Padalecki, der, wie vielleicht die einen oder anderen von euch wissen, die wie ich große Fans der Serie sind, die Rolle des Sam Winchester in Supernatural gespielt hat. In den Tagen, als sie Gable über Tinder kennenlernt, hat sie auch ihrer Schwester geschrieben, dass sie ihren australischen Sam Winchester über Tinder gefunden hat. Es soll also jetzt, bevor Verena wieder nach Hause fliegt, zu einem Treffen zwischen den beiden kommen. Geplant ist, dass man sich am Abend des 7. August in der Cavill Avenue trifft, einer belebten Einkaufsmeile in der Stadt, die auch am Abend immer gut besucht ist. Und die Videoüberwachungsaufnahmen von dieser Straße lassen uns jetzt im Nachhinein auch teilhaben am ersten Zusammentreffen von Gable Tosti und Verena Wright.
Die beiden umarmen sich zur Begrüßung und machen sich wenige Minuten später auf den Weg zu einer Bar, der Surfer Paradise Tavern, wo sie sich aber nur circa 5 Minuten aufhalten. Die Kamera am Eingang der Bar zeichnet auf, wie sie kurz nachdem sie sie betreten haben, gemeinsam wieder verlassen. Ihre Pläne haben sich wohl, während sie in dieser Bar waren, geändert, denn 10 Minuten später werden sie von einer weiteren Videokamera aufgenommen, als sie einen Getränkeladen ganz in der Nähe der Bar betreten und dort ein Sixpack Bier kaufen. Gable lebt in einem großen Apartmentkomplex, den Avalon River Front Apartments, mitten in der Stadt. Und genau dorthin macht er sich jetzt gemeinsam mit Verena und dem gekauften Alkohol auf den Weg. Die beiden wollen den Abend und auch die Nacht gemeinsam in Gables Wohnung verbringen. Wäre Verena Wright mit Gable Tosti in sein Apartment gegangen, wenn sie gewusst hätte, dass der charismatisch, sympathisch, gut aussehende Kerl mit dem strahlenden Lächeln eine Vergangenheit hat, die alles andere als strahlend ist. Dass sich hinter diesem freundlichen und zuvorkommenden Auftreten etwas ganz anderes verbirgt. Etwas, das man nicht sieht und auch nicht sehen kann über eine Dating-App. Und vor allen Dingen dann nicht, wenn man jemanden nur so kurze Zeit kennt. Hätte sie sich überhaupt darauf eingelassen, sich mit ihm zu treffen? Vermutlich nicht. Doch diese Fragen sind sehr ermüdend, denn man wird darauf einfach nie mehr eine Antwort bekommen. Doch genau diese Frage, hätte sie sich überhaupt mit ihm eingelassen, habe ich bei meiner Recherche immer und immer wieder gelesen. Der Mann, mit dem Verena Wright die Stunden vor ihrem Tod verbringen wird, kommt 1986 in Australien zur Welt, stammt aus einem stabilen und finanziell gut betuchten Elternhaus und besucht eine Privatschule. Doch bereits mit 17 Jahren kommt Gable Tosti zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt. Er entdeckt nämlich das lukrative Geschäft mit dem Ausweisfälschen für Jugendliche, um ihnen zu ermöglichen, in die angesagten Clubs und Kneipen zu kommen. Pro gefälschten Ausweis kassiert er kräftig ab, prahlt damit, viel Kohle zu haben und zieht mit dem verdienten Geld anschließend um die Häuser. Doch er wird erwischt, bekommt jedoch keine nennenswerte Strafe, da der Richter die Zukunft des jungen, intelligenten und außergewöhnlich talentierten Gable nicht zerstören will, bevor diese überhaupt begonnen hat. Kurze Zeit später beginnt Gable dann auch vermehrt Alkohol zu trinken. Er feiert im Prinzip die ganze Woche inklusive Wochenende in den angesagten Clubs der Stadt und schmeißt mit Geld um sich. Und auch die Straßenverkehrsordnung scheint für Gable Tosti nur eine Fußnote zu sein, an die sich andere zu halten haben, aber nicht er. Im Jahr 2011 verliert er wegen Trunkenheit am Steuer für 10 Monate seinen Führerschein. Menschen, die Gable Tosti schon etwas länger kannten, haben ihn schon früh als seltsam und eigenartig bezeichnet. Und das lag vor allen Dingen daran, weil die Verhaltensweisen von Gable oder auch wie er gegenüber anderen Menschen sich ausgedrückt hat, wie er mit ihnen umging, nur sehr schwer nachvollziehbar gewesen ist und teilweise sogar abschreckend. Was dazu geführt hat, dass er nie richtige Freundschaften aufbauen konnte und sie lange halten konnte. Was dazu kommt, ist, dass es ihm sehr an Einfühlungsvermögen und Empathie gemangelt hat, weswegen es ebenso schwer war, sich auf Dauer in ein gesundes soziales Umfeld einzufügen. Als Gable sich zum Beispiel einen Namen im Fitness- und Bodybuilding-Geschäft machen möchte und Kontakt zu einigen Leuten aus der Szene aufnimmt, sind diese zunächst sehr angetan vom sportbegeisterten Gable. Doch schon bald hört er auf, über Muskelaufbau und Geschäftsideen zu sprechen, sondern stellt in der Community Fragen zur wahren Existenz Gottes und erteilt Ratschläge, wie man schnell viel Geld machen und an Frauen rankommen könnte. Und so wenden sich auch diese Leute bald wieder von ihm ab, wie in der Vergangenheit schon so oft. Ich habe bei meiner Recherche gelesen, dass bei Gable Tosti bereits im Jahr 2006 eine milde Form des Asperger-Syndroms diagnostiziert wurde. Außerdem wurde auch bei Gable Tosti eine Zwangsstörung diagnostiziert. Leider
Und das fand ich auch etwas schwierig, konnte ich bei meiner Recherche über diese beiden Diagnosen, also diese milde Form des Asperger-Syndroms oder eben auch die Zwangsstörung, nicht sehr viel mehr herausfinden, nur eben, dass sie Gable diagnostiziert worden sind, inwieweit man jetzt seine Verhaltensweisen und vor allen Dingen das, was jetzt dann passieren wird in dieser Nacht, auf diese Diagnosen zurückführen kann, das weiß ich nicht und kann und will das an dieser Stelle auch nicht beurteilen. Ich habe eben nur gelesen, dass er mit diesen beiden Krankheiten diagnostiziert worden ist. Und ich finde es wichtig, dass ihr das an dieser Stelle auch wisst. Aber wie man an Frauen rankommt, so hat sich Gable ja immer wieder ausgedrückt, das weiß er ganz genau. Und die Art und Weise, wie er mit ihnen umgeht, ist genauso fragwürdig und seltsam wie so vieles andere an ihm. 2013 zieht er in sein Apartment in die Stadt und entdeckt Tinder für sich. Und gleichzeitig fängt er an, das Nachtleben von Gold Coast zu genießen. Ab jetzt führt Gable Tosti Buch über seine Eroberungen und vor allen Dingen führt er Buch über die Qualitäten, die die Frauen ihm dann zu bieten haben, die er mit nach Hause nimmt. Er prahlt damit, mit über 180 Frauen geschlafen zu haben. Und tatsächlich ist es so, dass Gable jedes Wochenende mit vielen verschiedenen jungen Frauen unterwegs ist. Doch Gable fällt auch immer wieder negativ in den Clubs auf. In einer der größten Diskotheken hat er inzwischen Hausverbot. Der Grund dafür ist, weil er sich Frauen einfach auf fragwürdige Art und Weise aufdrängt. Es ist einfach sehr eigenartig. Zum Beispiel läuft er den Frauen durch den ganzen Club hinterher und verfolgt sie geradezu. Und wenn sie ihn dann ansprechen und sagen, er soll bitte weggehen, er soll sie in Ruhe lassen, dann wird er noch aufdringlicher und teilweise auch aggressiv. Und das kam eben immer wieder und immer häufiger vor, weswegen der Clubbetreiber ihm dann lebenslänglich Hausverbot erteilt hat. In dieser Zeit trinkt Gable auch wieder exzessiv Alkohol und hat Filmrisse. Einmal wacht er am frühen Morgen im Bett seines Apartments auf, neben ihm liegt ein benutztes Kondom. Doch Gable weiß überhaupt nicht, wie er nach Hause gekommen ist, mit wem er nach Hause gekommen ist, wo derjenige, mit dem er nach Hause gekommen ist, gerade ist und was sich in den letzten Stunden eigentlich abgespielt hat. Außerdem hat Gable noch eine weitere fragwürdige Angewohnheit, von denen die Frauen, die er auf Tinder kennenlernt und anschließend dann mit nach Hause nimmt, freilich keine Ahnung haben. Gable hat Kameras in seinem Apartment aufgestellt, gut getarnt, damit sie nicht als solche erkannt werden. Außerdem hat er die Leidenschaft entwickelt, Gespräche mit den Frauen, mit denen er seine Nächte verbringt, aufzuzeichnen. Teilweise gehen diese Aufnahmen, die er unbemerkt mit seinem Handy macht, über Stunden. Und sogar wenn er sich außerhalb seiner Wohnung aufhält und sich zum Beispiel mit einem Tinder-Date irgendwo in der Stadt in einem Restaurant verabredet, hat er auf dem Handy in seiner Hosentasche die Aufnahmetaste gedrückt. Man kann davon ausgehen, dass Verena Wright am Abend des 7. August 2014 nicht mit Gable Tosti in den Aufzug seines Apartmentkomplexes gestiegen und mit ihm nach oben gefahren wäre, hätte sie das alles gewusst. Doch sie wusste es nicht. Und deswegen kommt sie gemeinsam mit Gable um 21.30 Uhr dort an. Verena ist begeistert von Gables Wohnung im 14. Stock. Diese ist mit den neuesten, schicksten Möbeln eingerichtet und in den ersten Stunden, die die beiden dort verbringen, haben sie offensichtlich jede Menge Spaß. Sie trinken viel Alkohol, zum Beispiel auch das Sixpack Bier, das sie ja kurz vorher noch im Getränkemarkt gekauft haben, aber auch Wodka, den Gable zu Hause hat. Anschließend haben sie Sex und die Stimmung scheint dann auch danach noch sehr ausgelassen gewesen zu sein. Dafür spricht zumindest das Selfie, das Verena kurze Zeit später auf ihrer Facebook-Seite postet, auf dem sie und Gable zu sehen sind. Und das darauf hindeutet, dass bis hierher noch alles in Ordnung zu sein scheint. Verena schreibt zu dieser Zeit auch ihrer Schwester zu Hause in Neuseeland, dass sie mit einem tollen Typen ein Date hat. Und hier schreibt sie dann auch ihrer Schwester den Satz, sie hätte ihren australischen Sam Winchester gefunden. Um kurz vor 1 Uhr morgens fängt Gable dann, ohne das Wissen von Verena versteht sich, damit an,
die Gespräche, die die beiden ab jetzt führen, mit seinem Handy aufzuzeichnen. So wie er es in der Vergangenheit ja schon so oft getan hat. Die Kameras, die in seinem Apartment ebenfalls getarnt aufgestellt sind, sind ausgeschalten in dieser Nacht. Aber die Aufnahme auf seinem Handy läuft. Was bedeutet, dass die letzten Stunden und Minuten in Verena Wrights Leben praktisch komplett aufgezeichnet sind und später auch angehört werden können. Ich habe im Zuge meiner Recherche den größten Teil, es geht über 3 Stunden, dieser Aufnahme, die Gable Tosti in dieser Nacht gemacht hat, angehört. Sie ist online verfügbar und ich kann euch selbstverständlich und will euch auch nicht davon abhalten, danach zu googeln oder sie selbst anzuhören, wenn ihr da Interesse dran habt. Rate euch aber dringend, das nur dann zu tun, wenn ihr euch emotional dafür bereit fühlt. Man darf nicht vergessen, dass es sich bei dieser Aufnahme um eine Aufnahme handelt, die die letzten Stunden und Minuten vor dem Tod einer jungen Frau aufgezeichnet hat und die auch ihre Todesangst aufgezeichnet hat. Deswegen, das ist nicht ohne und deswegen rate ich euch an dieser Stelle einfach einmal davon ab, euch das anzuhören, zumal ich euch jetzt ohnehin in meinen Worten beschreiben werde, was sich jetzt als nächstes abspielt. Kurze Zeit, nachdem Gable die Aufnahme mit seinem Handy gestartet hat, schlägt die bisher noch relativ gute Stimmung in diesem Apartment jetzt plötzlich um. Ausgelöst wird das Ganze, als Verena um 1.35 Uhr nach Hause gehen möchte, aber ihr Handy nicht findet. Sie fängt an, überall nach dem Handy zu suchen und wird dabei sehr laut. Sie flucht und läuft durch das ganze Apartment auf der Suche nach ihrem Handy. Gable bietet ihr jetzt daraufhin an, mit seinem Handy ihr Handy anzurufen, so dass es eventuell irgendwo klingelt und sie es damit schneller finden kann. Doch das Handy ist offenbar auf lautlos gestellt. Die beiden, und das ist wirklich äußerst wichtig und spielt für diesen Fall auch eine große Rolle, haben zu dieser Zeit, als die Stimmung auch umschlägt, schon sehr viel Alkohol getrunken. Man hört das auch auf den Aufnahmen, die Gable mit seinem Handy gemacht hat. Also Verenas Sprache ist verwaschen und manchmal langsam, dann wieder laut, schrill oder lallend. Bei Gable ist es ähnlich, aber nicht ganz so eindeutig wie bei ihr. Klar ist aber, beide sind um diese Zeit mitten in der Nacht stark betrunken. Als Verena einige Zeit später ihr Handy immer noch nicht findet, beschuldigt sie Gable, es ihr gestohlen zu haben. Dieser wiederum reagiert auch ärgerlich und wirft Verena vor, einfach zu viel getrunken zu haben und macht sich selbst den Vorwurf, dass er niemals hätte zulassen dürfen, dass sie so viel trinkt. Es gibt nur kurze Zeit später in diesem Zusammenhang dann auch eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Gable und Verena, beziehungsweise man muss es anders sagen, man hört auf dieser Aufnahme eben ein Klatschen und anschließend ein lautes Au von Gable, der sich bei Verena beschwert, dass sie ihn geschlagen hat. Man hört dann auch, wie Verena sagt, sie würde ihm den Kiefer brechen, weil sie ein Ninja ist. Also ganz klar, hier ist jede Menge Alkohol im Spiel und die Situation schaukelt sich einfach nach oben. Und um 2.10 Uhr, da eskaliert sie dann. Auf Gables Tisch in seinem Wohnzimmer steht eine Art Dekoschale, in der sich etwas größere weiße Steine befinden. Und man hört auf der Aufnahme, dass jemand nach diesen Steinen greift und sie wirft. Dieser jemand ist Verena, die eben diese Steine dazu benutzt, sie auf Gable zu werfen. Im Anschluss wurden dann auch Fotos in diesem Apartment gemacht, wo man auch sieht, dass diese weißen Steine überall im Wohnzimmer herumliegen. Ja, nachdem Verena jetzt also diese Steine benutzt hat, um sie auf Gable zu werfen, schreit er sie an. Er sagt, dass es ihm jetzt reichen würde, dass er jetzt genug hätte und dass sie gefälligst verschwinden soll. Und nur wenige Sekunden später sagt er den Satz, der später Schlagzeilen machen wird. Du kannst froh sein, dass ich dich nicht vom Balkon gestoßen habe, du gottverdammte. Was man als nächstes auf dem Band hört, interpretiert die Polizei später als kurzen Kampf, den die beiden wohl miteinander geführt haben, wobei Gable Verena, die ja viel schmächtiger und kleiner ist als er, überwältigt hat und offensichtlich zu Boden gedrückt hat. Beziehungsweise man hat eben kein Bild, man hat nur den Ton, deswegen
kann man nicht sicher sagen, ob er sie jetzt zu Boden gedrückt hat oder ob er sie einfach nur festgehalten hat. Aber er hat sie auf jeden Fall im Griff. So, dass sie ihm nicht mehr entkommen kann. Und man hört, wie Verena den Satz sagt. Just let me go. Lass mich einfach gehen. Und Gable aber daraufhin sagt, ich wollte dich gehen lassen, aber du warst ein böses Mädchen und deswegen kannst du jetzt nicht gehen. Und nur einige Sekunden später, um 2.20 Uhr, hört man auf dem Tonband, wie die Balkontür von Gable aufgemacht wird. Und nur wenige Sekunden später hört man, wie sie wieder geschlossen wird. Begleitet von den lauten Schreien von Verena. Insgesamt 31 Mal brüllt sie No, no, no. Immer und immer wieder. Extrem laut. Gable hat sie auf den Balkon hinausgestoßen und die Tür verriegelt, sodass sie jetzt dort draußen gefangen ist. Die Handyaufnahme von Gable läuft weiter und weiter. Und als die Polizei und eben auch die Computerforensiker diese Aufnahme später auswerten, ist völlig klar, und das ist auch ganz wichtig in diesem Fall, dass Gable sich in seinem Apartment befunden hat, gemeinsam mit seinem Handy. Verena ist draußen auf dem Balkon. Man hört jetzt weiter auf der Aufnahme Verena gedämpft durch die geschlossene Balkontür laut schreien, während Gable, der ja direkt sein Handy unmittelbar bei sich hat, hinausbrüllt, sie soll gefälligst den Mund halten und nicht so herumschreien. Um 2.21 Uhr, also nur eine Minute, nachdem Gable sie auf den Balkon hinausgesperrt hat, hört man Verena zum letzten Mal durch die geschlossene Balkontür auf der Aufnahme laut schreien. Bevor sie dann 14 Stockwerke in die Tiefe von Gable Tostys Apartment in ihren Tod stürzt. Die Ermittlungen und auch die Rekonstruktion der Polizei, die Tage später stattfinden wird, kommt zu dem Schluss, dass Verena, die zu dieser Zeit sehr viel Alkohol getrunken hat, sich in einem Zustand von wahnsinniger Angst und Panik auf diesem Balkon befunden haben muss. Und dass für sie der einzige Ausweg, sich selbst in Sicherheit zu bringen, der war, zu versuchen, in das Apartment unter Gable zu gelangen. Dabei ist sie über das Balkongeländer drüber gestiegen und hat sich wohl noch festgehalten und versucht, einfach sich nach unten in den 13. Stock auf den Balkon des Nachbarn fallen zu lassen. Doch dabei ist sie dann gefallen. Das Foto, das ich euch jetzt an dieser Stelle einblende, ist natürlich nur nachgestellt. Für die Ermittlungen wurde das später angefertigt, aber Verena hing da wohl in dem Versuch, eben unter das Apartment von Gable zu kommen, aber dann hat sie wohl die Kraft verlassen und ja, sie hat losgelassen und ist nach unten gestürzt. Was passiert jetzt? Unmittelbar nachdem Verena vom Balkon hinuntergestürzt ist, hört man auf der Handyaufnahme, die ja nach wie vor immer noch läuft, Gable Tosti, wie er offensichtlich schockiert von dieser Tatsache, nervös und laut atmend durch sein Apartment läuft. 39 Sekunden, nachdem Verena in den Tod gestürzt ist, telefoniert Gable. Auch das hört man auf dem Mitschnitt seines Handys. Man hört, wie er die Tasten drückt und währenddessen immer wieder Shit, Shit sagt und laut atmet. Doch anstatt jetzt die Polizei oder gar den Notarzt zu verständigen, ruft Gable stattdessen seinen Anwalt an. Dieser ist allerdings um diese Zeit mitten in der Nacht nicht zu erreichen und Gable wird auf die Mailbox umgeleitet. Um 2.26 Uhr, also nur 6 Minuten, nachdem er versucht hat, seinen Anwalt zu erreichen, sieht man Gable, wie er aus dem Aufzug seines Apartmentkomplexes im Erdgeschoss aussteigt. Aus dem Aufzug, in den er wenige Stunden zuvor erst noch mit Verena eingestiegen ist. Er verlässt das Haus und als er sieht, dass auf der Vorderseite wohl ein Notarztwagen entlangfährt, dreht er um und macht sich auf den Weg Richtung Innenstadt von Gold Coast, wo er sich 15 Minuten später erst einmal eine Pizza kauft.
Nachdem er seine Pizza gegessen hat, ruft Gable seinen Vater an und erzählt ihm, was passiert ist. Er bittet ihn, ihn in der Stadt abzuholen, was Grey Tosti, sein Vater, dann auch macht. Gables Vater ist schockiert darüber, als er jetzt, nachdem er ihn abgeholt hat, noch einmal genau erfährt, was sich im Apartment seines Sohnes in den letzten Stunden abgespielt hat. Dennoch entscheidet er sich, ihn jetzt erst einmal mit zu sich nach Hause zu nehmen. In den frühen Morgenstunden des 8. August 2014 berichten bereits die ersten Medien darüber, dass eine junge Frau aus dem 14. Stock der Avalon Apartments gefallen ist. Verena ist zunächst gar nicht zu identifizieren. Ohne jetzt zu grafisch an dieser Stelle zu werden, man konnte in der Gerichtsmedizin erst einmal überhaupt nicht feststellen, wie groß sie eigentlich ist, weil der Körper so zerstört war. Außerdem, wie gesagt, konnte man zuerst einmal überhaupt nicht feststellen, um wen es sich eigentlich handelt, denn Verena hatte ja weder einen Ausweis noch ihr Handy bei sich. In der Gerichtsmedizin wird dann allerdings festgestellt, dass ihr Blutalkoholspiegel sehr hoch ist. Aber es wurden keine anderen Drogen in ihrem Blut gefunden. Am Nachmittag dieses 8. August 2014 jedoch klärt sich endgültig auf, um wen es sich bei dieser jungen Frau gehandelt hat, als Gable Tosti gemeinsam mit seinem Anwalt in der Polizeistation in Gold Coast auftaucht und erzählt, dass ihr Name Verena Wright sei. Ansonsten jedoch nimmt er sein Recht zu schweigen in Anspruch. Doch nach dieser Aussage und nachdem die Polizei jetzt sicher sein kann, dass Gable Tosti mehr weiß, als er eben jetzt sagen möchte, verschaffen sie sich mit einem Durchsuchungsbefehl Zutritt zu seinem Apartment. Und auch sein Handy muss er herausgeben, auf dem die komplette Aufnahme der vergangenen Nacht gespeichert ist und nun von der Polizei auch das ausgewertet werden kann. Gables Schweigen hindert die Ermittler nicht daran, genau zu erfahren, was in dieser Nacht geschah. Und eine Woche später wird er dann festgenommen und wegen Mordes an Verena Wright angeklagt. Die Staatsanwaltschaft nämlich sieht es aufgrund des Mitschnitts auf dem Handy als erwiesen an, dass Gable für Verenas Tod verantwortlich ist. Zunächst kommt Gable also in Untersuchungshaft. Doch nicht sehr lange. Schon 3 Monate später kommt er gegen eine Kaution von $200.000 auf freien Fuß. Doch bis zu seinem Prozess muss er sich an 3 wichtige Auflagen halten. Zum einen darf er keinen Alkohol trinken. Außerdem darf er auf keiner Social-Media-Plattform in irgendeiner Art und Weise aktiv sein. Und er darf nach 18 Uhr das Haus seiner Eltern nicht mehr verlassen. Das hindert Gable allerdings nicht daran, diese vielen Wochen und Monate bis zu seinem Prozessbeginn doch zu genießen. Er spielt also Golf. Das kann man ja auch vor 18 Uhr. Gable Tosti genießt also das Leben in der Zeit, bevor sein Prozess beginnt, in vollen Zügen, als wäre rein gar nichts gewesen. Während die Familie von Verena Wright vor Trauer um ihre Tochter nicht mehr aus noch ein weiß. Im Oktober 2016 beginnt dann der Prozess wegen Mordes an Verena Wright. Und schon im Eröffnungsplädoyer macht die Staatsanwaltschaft vor der Jury klar, dass es keinen Zweifel daran geben kann, dass Gable Tosti für ihren Tod verantwortlich ist. Dadurch, dass er sie in einem Zustand aus Angst und absoluter Panik, noch dazu stark betrunken und nachdem er ihr auch noch gedroht hat, auf diesen Balkon hinausgesperrt hat, hätte er ihre Reaktion, nämlich zu versuchen zu entkommen, indem sie über das Balkongeländer steigt, billigend in Kauf genommen, ja sogar provoziert. Die Verteidigung sieht das aber selbstverständlich komplett anders. Verena Wright sei eine erwachsene, 26 Jahre alte Frau gewesen, die sehr wohl in der Lage gewesen ist, einzuschätzen, wie viel Alkohol sie trinkt und wie viel sie verträgt. Außerdem könne man Gable Tosti nicht für den Mord an ihr verantwortlich machen, wenn er noch nicht einmal zu dem Zeitpunkt, als sie hinuntergestürzt ist, auf diesem Balkon, sondern nachweislich in seinem Apartment gewesen ist, also noch nicht einmal in unmittelbarer Nähe zu ihr. Das konnte ja durch die Aufnahme auch eindeutig bewiesen werden. Es sei ihre eigene Entscheidung gewesen, so die Verteidigung weiter, über dieses Balkongeländer hinüberzusteigen und damit automatisch das Risiko einzugehen, dass sie auch fallen könnte.
Außerdem argumentiert die Verteidigung, dass die Aufnahme des Handys ganz klar zeigen würde, dass Verena ganz klar aggressiv gewesen ist ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und ebenso würde die Aufnahme ja auch klar zeigen, dass sie mehrfach an diesem Abend Gable auf die eine oder andere Art und Weise angegriffen hat. Zuerst hat sie ihn ja geschlagen. Man hört ja auch dieses Klatschen auf der Aufnahme. Anschließend hätte sie ihn dann mit diesen Steinen noch beworfen und zu guter Letzt, das ist etwas, was Gable seinem Anwalt vor dem Prozess erzählt hat und was dieser jetzt eben auch wiedergibt, wäre es ohnehin nur dazu gekommen, dass er sie auf diesen Balkon hinausgesperrt hat, weil sie kurz vorher versucht hat, ihn mit einem Kamerastativ zu schlagen. Es gibt tatsächlich auch ein Foto, das von der Polizei nur wenige Stunden später in Gables Apartment gemacht worden ist, wo man dieses Stativ oder diesen Kamerahalter auch auf dem Boden liegen sieht. Und es sieht tatsächlich so aus, als hätte eben jemand diesen in der Hand gehabt und dann einfach auf den Boden fallen lassen. Gable behauptet, dass er Verena eben nur festgehalten hätte und sie dann anschließend auf den Balkon hinausgesperrt hätte, weil sie erneut versucht hat, ihn zu attackieren. Die Verteidigung argumentiert also, dass Gable im Laufe dieses Abends von Verena mehrfach attackiert wurde und somit auch das Recht hatte, sich zu verteidigen bzw. sich vor ihr zu schützen, indem er sie dann auf diesen Balkon hinausgesperrt hat. Der Prozess dauert 6 Tage. Und die Jury, bestehend aus 5 Frauen und 5 Männern, braucht nur weitere 4 Tage, um mit einem Urteil zurückzukommen. Gable Tosti wird freigesprochen. Nicht nur des Mordes an Verena Wright, sondern auch der Manslaughter-Anklage, die die Verteidigung zusätzlich vorgebracht hat, was im Deutschen ungefähr der Anklage des Totschlags entspricht. Am 20. Oktober 2016, also ungefähr 2 Jahre nach Verena Wrights Tod, verlässt er das Gerichtsgebäude als freier Mann. Ein Schlag ins Gesicht für Verenas Familie, aber auch für unheimlich viele Menschen, die diesen Fall, der ja über Monate hinweg Schlagzeilen gemacht hat, verfolgt haben. Ja, Gable hat sie nicht von dem Balkon hinuntergestoßen. Aber dass er jetzt einfach so davonkommen soll, das ist für viele unbegreifbar und wird nach diesem Gerichtsurteil intensiv diskutiert. Aber es gibt auch die ganz andere Seite, die diesen Freispruch genau richtig fand. Und deswegen ist auch die Stimmung, die danach vor allem wieder in den sozialen Medien aufkam, komplett gespalten und ist es teilweise heute noch. Gable Tosti hat nach dem Tod von Verena Wright nie mit der Polizei gesprochen und auch vor Gericht hat er selbst nicht ausgesagt. Doch jetzt, 3 Monate nach seinem Freispruch, entscheidet er sich dafür, dem Nachrichtensender 60 Minutes ein ausführliches Interview zu geben. Und auf dieses Interview sind auch viele Menschen sehr gespannt, denn es gibt unheimlich viele Fragen, die noch nicht beantwortet sind und die Gable jetzt, so die Hoffnung, in diesem gut bezahlten Interview dann tatsächlich auch beantwortet. Eine der ersten Fragen, die ihm gestellt werden, ist die, warum er eigentlich die Dates, die er in der Vergangenheit mit Frauen hatte und eben auch die Nacht mit Verena mit seinem Handy aufgezeichnet hat. Also was es denn mit dieser seltsamen Angewohnheit eigentlich auf sich hat. Eine Frage, die, wie gesagt, sehr viele interessiert hat. Und Gable beantwortet sie auch. Er sagt, dass es dadurch, dass er in der Vergangenheit eben durch seinen sehr ausschweifenden Alkoholkonsum immer wieder dazu kam, dass er Filmrisse hatte, seine Treffen mit Frauen auf diese Weise dokumentieren möchte, um für sich selbst eine Gedächtnisstütze zu haben. Also das heißt, wenn er mal wieder irgendwas vergisst oder einen Filmriss hat, dann hat er ja immer noch sein Handy, das ihm dann erzählt, was er so in den letzten Stunden gemacht hat. Außerdem, so sagt er, würde er das auch aus Sicherheit für sich selbst machen, also diese Aufnahmen, denn man weiß ja nie, was passiert und im Nachhinein hätte man durch so eine Aufnahme eben einen Audiobeweis dafür, was sich abgespielt hat. Eine der wichtigsten Fragen überhaupt in diesem Fall, auch eine der wichtigsten Fragen, die für mich von Anfang an eine zentrale Rolle gespielt haben, wird Gable in diesem Interview ebenfalls gestellt.
Nämlich die Frage, warum er Verena statt auf den Balkon hinaus nicht einfach zu seiner Haustür hinausgeworfen hat. Wenn er schon der Meinung war, dass er sich von ihr bedroht fühlt oder dass er jetzt will, dass sie geht, warum setzt er sie nicht einfach vor die Tür? Dann würde Verena Wright wahrscheinlich heute noch leben. Denn wenn er sie einfach vor die Haustür gesetzt hätte, dann wäre sie wahrscheinlich in den Aufzug gestiegen und nach unten gefahren und hätte sich vielleicht irgendwie versucht, ein Taxi zu organisieren oder wäre vielleicht zu Fuß zu ihrem eigenen Hotel gegangen, aber sie wäre auf jeden Fall nicht vom 14. Stock in den Tod gestürzt. Also, warum hat er sie nicht einfach rausgeschmissen aus seinem Apartment? Warum sperrt er sie auf diesem Balkon? Und Gable antwortet auch auf diese Frage. Wenn er auch ein wenig herumdruckst, sinngemäß sagt er, dass er sie deswegen auf den Balkon hinausgesperrt hat, anstatt sie gleich direkt aus seiner Wohnung hinauszuwerfen, weil sie in diesem aufgewühlten, aggressiven Zustand, in dem sie sich befunden hat, erstmal ein wenig runterkommen sollte. Also er wollte quasi diese angespannte Stimmung in seinem Apartment deeskalieren, indem er sie quasi jetzt erstmal auf den Balkon sperrt, anstatt dass er sie einfach gehen lässt beziehungsweise eben vor die Tür setzt. Gable Tosti hat seinen Namen geändert. Heute nennt er sich Eric Thomas. Und auch in den Jahren nach seinem Prozess hat er immer wieder für verschiedene Fernsehsender und Zeitungen freimütig Interviews gegeben, mit denen er sich über $250.000 verdient hat. Und seit 2019 ist er auch wieder auf Tinder unterwegs. Ja, meine Lieben, einmal ganz tief durchatmen am Ende dieses Videos. Denn genau das tief durchatmen, das musste ich tatsächlich bei der Recherche zu diesem Fall auch immer wieder. Natürlich ist es so, dass jeder Fall in Sachen True Crime, den ich hier auf meinem Kanal bespreche, mich auf die eine oder andere Art und Weise mitnimmt. Es wäre, glaube ich, auch seltsam, wenn es nicht so wäre. Aber in diesem Fall zum Tod von Verena Wright war es ein sehr mulmiges und bedrückendes Gefühl vor allen Dingen, auch ein sehr anstrengendes Gefühl, das ich während der Recherche hatte. Ich führe das vor allen Dingen darauf zurück, weil der Tod von Verena einfach so bizarr gewesen ist, alleine deswegen, weil wir im Prinzip die letzten Stunden in ihrem Leben komplett mitverfolgen können. Zuerst wurde sie von Überwachungskameras aufgezeichnet, von dem Moment an, als sie überhaupt zum ersten Mal auf Gable Tosti trifft, bis hin, dass sie gemeinsam kurz in dieser Bar waren, anschließend dann in dem Getränkeladen Alkohol gekauft haben und dann in seinem Apartment haben wir sie trotzdem weiterhin ganz genau mitverfolgen können durch die Aufnahme, die er mit seinem Handy gemacht hat. Und ich glaube, dass das mit ein Grund ist, warum dieser Fall einem so nahe geht, warum man ihn auch so intensiv nochmal miterlebt, weil er einfach mehr oder weniger komplett aufgezeichnet wurde. Und was aber auch noch dazu kommt, ist dieses Gerichtsurteil, das da am Ende gefällt worden ist. Ich habe mir, und es ist doch schon einige Tage her, nachdem ich diese Recherche jetzt beendet habe, immer wieder Gedanken gemacht, was ich zu diesem Urteil persönlich für mich sage, wie ich das einschätzen würde. Und es fällt mir nach wie vor immer noch nicht leicht, darauf eine Antwort zu finden. Dass Gable Tosti straffrei ausging, beziehungsweise überhaupt keine Verantwortung übernehmen muss, in welcher Weise auch immer, für das, was in dieser Nacht in seinem Apartment passiert ist, das finde ich nicht richtig. Ja, er hat sie nicht über das Balkongeländer geschubst oder es kam auch nicht auf diesen Balkon zu einem Streit, der dann dazu geführt hat, dass sie gestürzt ist. Er war, als sie gestürzt ist, nicht gemeinsam mit ihr auf diesem Balkon. Und ich glaube, dass das eben die Krux dieses Falles ist. Dass das so schwierig ist, dass man jetzt sagt, man kann ihn wegen Mordes an ihr verurteilen, wenn er noch nicht mal unmittelbar in ihrer Nähe gewesen ist.
Andererseits muss man eben aber auch sagen, dass sie heute noch leben würde, hätte er sie nicht überhaupt erst in diese Situation gebracht. Ich habe immer noch Verena Wrights Stimme im Ohr, die man auf diesem Tonband hört, voller Panik, wie sie nur Sekunden bevor er sie da rausgesperrt hat, gesagt hat, let me go, just let me go, lass mich einfach gehen. Doch er hat sie nicht gehen lassen, denn sie war ein böses Mädchen. Und deswegen hat er sie, statt sie einfach gehen zu lassen, dort hinausgesperrt. Und das ist der Grund, warum ich es nicht gut finde, dass er dafür nicht zur Verantwortung gezogen wird. Die Frage, ob man Gable Tosti wegen Mordes hätte verurteilen sollen, möchte ich an dieser Stelle offen lassen und gebe gleichzeitig damit die Diskussion darüber in den Kommentaren frei. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das alles einschätzt und werde natürlich auch intensiv mitlesen und verfolgen, was ihr dazu sagt. Ja, meine Lieben, das war's also jetzt mit meinem heutigen Video zum Tod von Verena Wright. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf euer Feedback in den Kommentaren, bin sehr gespannt und hoffe, wir sehen uns dann ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.